Ja, herzlichen Glückwunsch, Kerstin Augustin und Sebastian Erb von der Berliner Taz. Ja, besonders gefallen hat uns von der Jury das Thema, beziehungsweise mal besser die Auswahl des Themas. Das Thema selber ist jetzt nicht so herzerwärmend, aber vor allem auch dann die Tiefe eurer Recherche. Ihr habt euch ja nicht nur bei der Bundestagspolizei umgehört, was wahrscheinlich schon schwierig genug ist. Ich wusste noch nicht mal, dass es eine Bundestagspolizei gibt, muss ich zugeben, bis dato. Sondern ihr habt auch noch mal geguckt, wie sieht es in der Verwaltung aus, wie sieht es bei den Pförtnern aus, bei denen, die durch das Parlament führen. Und ihr habt euch angeguckt, welche Mechanismen verhindern, dass eigentlich da wirklich aufgeklärt wird. An euch die Frage, gab es bei dieser Recherche Reaktionen, gab es irgendwelche Folgen? Es gab Folgen, dass der oberste Chef der Bundestagspolizei, das ist ja der Bundestagspräsident damals noch, Herr Schäuble, gesagt hat, er redet jetzt mal mit Polizisten und Polizistinnen aller Dienstgrade. Und das war schon mal für uns interessant zu hören, dass offenbar da vorher gar nicht so richtig Kommunikation stattgefunden hat. Und das war auch ein Teil des Ergebnisses der Recherche, dass ja, also wir waren überrascht, sagen wir so, man findet wahrscheinlich in jeder Polizeibehörde Leute, die in Chats irgendwelche Nazi-Sachen rumschicken und irgendwelche Leute, die nicht so ganz auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Dass dann ausgerechnet bei der Bundestagspolizei, wo ja gerade mal 200 Leute sind, dass es dann dort so viele gibt, das überrascht dann schon, weil so ein paar sollte man ja finden, die dann irgendwie besonders vielleicht im Grundgesetz sich verpflichtet fühlen. Und, aber ein Teil des Problems scheint dann wirklich zu sein, dass dann selbst der Polizeichef, der Bundestagspräsident, dass da viele Ebenen dazwischen sind und auch die, sozusagen die Leitung des Parlaments gar nicht so richtig mitbekommen hat, was die Polizei da eigentlich so macht oder auch nicht macht. Und deshalb war das sozusagen eine Konsequenz, dass die erstmal da reden wollen. Und die haben inzwischen auch alle befragt, alle Beamtinnen und Beamten, und haben da jetzt auch einige Disziplinarverfahren eingeleitet. Also insofern ist da schon ein bisschen was passiert. Und sie haben noch so dubiose Waffen, die sie noch im Keller hatten, von denen keiner wusste, was sie überhaupt da sind, so Scharfschützengewehre. Die wurden jetzt die letzten auch ausgemustert. Das heißt, das Team besondere Aufgaben, was sich da als eine Art Sonder-SEK gebildet hatte, das ist jetzt vom Tisch, das gibt es nicht mehr? Über das Team selber kann man das nicht sagen, aber diese Waffen wurden abgeschafft. Aber ja, wir bleiben da dran, was die Frage angeht, wie es sich da jetzt verändert. Zumal es ja jetzt auch eine oberste neue Chefin gibt, die neue Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Und ja, sind gespannt und werden das verfolgen, ob es da jetzt Konsequenzen gibt, wie die Polizei im Bundestag aufgestellt ist. Obwohl die Taz ja relativ wenig Man- und Woman-Power hat, zeichnet sich die Taz ja durchaus dadurch aus, dass sie sehr viel über rechte Umtriebe berichtet. Wie kommt's? Ja, da haben wir das Glück, aber dass wir da auch den Freiraum kriegen von der Redaktion. Ich glaube, auch eine Chefredakteurin ist, glaube ich, auch hier, Ulrike Winkelmann. Unsere Ressortleitungen, die uns da den Freiraum geben. Und nur so geht es ja auch. Der Vorteil ist jetzt hier, die Spesen kosten mal relativ gering, weil wir Fahrrad fahren. Und das heißt, wir brauchen nicht mal eine Fahrkarte, um irgendwie zum Reichstag zu kommen. Aber natürlich spielen manchmal die Sachen noch weiter weg. Und auch da ist natürlich wichtig, dass man dann da, man muss mit Leuten reden. Das ist ja das Ding. Das war hier besonders schwierig, weil natürlich innerhalb der Polizei ist nicht zum ersten Mal, dass das bekannt wird, dass dann in dieser Korpsgeist, Cop-Culture relativ groß ist. Also deshalb auch an dieser Stelle vielen Dank an alle aus dem Betrieb selber, die mit uns geredet haben. Und ohne die könnten wir das ja gar nicht recherchieren und gar nicht irgendwie auftragen am Ende. Aber ansonsten, ja, man braucht ja gar nicht so viele Ressourcen außer Zeit bei solchen Recherchen vor allem. Und ja, da haben wir sehr viel Glück, dass die Taz auch ja, darin investiert. Wie viel hat es geholfen, dass ihr möglicherweise da schon Leute aus der Szene kennt? Ihr dürft jetzt ja nicht verraten eure Quellen, aber hat das geholfen? Ja, schwierig dann so trotzdem darauf zu antworten. Es gibt in jedem Fall gibt es ja Recherchetechniken, die sich dann wieder anwenden lassen und Möglichkeiten, Erfahrungen, wie man in sozialen Medien recherchieren kann, um weitere Personen zu finden. Und da haben sicherlich die vorherigen Recherchen dazu geholfen, die insbesondere auch Sebastian mit unserem Recherche-Investigativteam schon zu dem Bereich gemacht hat. Inwiefern ist denn das, was ihr beim Bundestag herausgefunden habt, möglicherweise eine Blaupause für das, was anderswo auch passiert? Also genau, Sebastian hatte ja kurz schon gesagt, Fälle, rechtsextreme Verdachtsfälle gibt es, das wissen wir ja durch viele gute journalistische Recherchen in sehr vielen oder wahrscheinlich allen Polizeibehörden.
Blaupause. Also wir hatten in jedem Fall das Glück, dass die Bundestagspolizei ja eine sehr übersichtliche Behörde ist, also dass da eben gerade mal 200 Polizistinnen und Polizisten arbeiten und dass es eine Polizeibehörde gibt, auf der relativ viel Aufmerksamkeit liegt, allein durch ihre Nähe zur politischen Macht. Und ich glaube, das hat eben auch dazu geführt, dass sich nach unserer Recherche vielleicht schneller zumindest in kleinen Schritten etwas verändert hat, als das zum Teil bei größeren Polizeibehörden der Fall ist, wo der Geist noch stärker so ist, dass man sich gegenseitig deckt und auch von der Politik immer wieder eher die Aussagen kommen, wir stehen hinter unserer Polizei und es darf keinen generellen Verdacht geben. Genau. Also Recherche wirkt. Vielen Dank, Kerstin Augustin und Sebastian Erb, dass sie uns das heute wieder gezeigt haben, und herzlichen Glückwunsch zum dritten Otto-Brenner-Preis. Vielen Dank. Dankeschön.